Ich hoffe, die Nachtgemeinde ist versammelt. Ich hoffe das. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir unterhalten uns heute Nacht wieder jetzt hier zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Wenn ihr Lust habt und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über was auch immer, dann solltet ihr hier diese Nummer wählen. 0180 5678 111, eine Live-Telefon-Talkshow. Und ihr könnt uns auch faxen unter 0180 5678 110. Genug der Zahlen, jetzt kommen Menschen und der erste Mensch heißt Martin und der ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Ja, erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Klasse. Ich versuche sie jede Nacht zu verfolgen, wenn es halt möglich ist. Vielen Dank. Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich bin Berufsfeuerwehrmann und weiß seit heute Morgen um 10 Uhr im zweiten Test, dass ich HIV-positiv bin. Und ich weiß im Moment überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, was ich denken soll. Mir geht's also ganz, ganz, Entschuldigung, beschissen. Das ist nun auch sehr verständlich. Ja. Ich gehe davon aus, dass du tausend Situationen schon durchdacht hast, wo du es dir geholt haben könntest. Ich weiß, wo ich es her habe. Und zwar haben wir vor ungefähr 4 Monaten einen Einsatz gehabt. Und da ging es darum, ein schwerer Verkehrsunfall ist gewesen. Mhm. Wir haben eine Bronülle gesetzt, also das heißt eine Tropfnadel. Mhm. Und die ist geplatzt und da ist mir Blut in die Augen und in den Mund gespritzt. Mhm. Und das Problem bei uns ist, also ich würde nicht sagen ein Problem, wir müssen also sehr oft zum AIDS-Test, wie es so schön heißt. Mhm. Und wir haben den ersten gemacht, der ist positiv ausgefallen. Und dann habe ich mir noch nicht so große Gedanken gemacht, weil den ersten Test, weil ich kenne ziemlich viel über AIDS. War das so ein Routinetest oder hast du den jetzt aufgrund dieses Vorfalls gemacht? Nein, das ist ein Routinetest. Ja. Das ist ein absoluter Routinetest. Und hast du denn in dem Moment schon gedacht, oh, das könnte jetzt irgendwie vielleicht heikel enden? Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich schon so oft mit Blut, also ich meine, wir tragen zwar Handschuhe und so oft mit Blut in Verbindung gekommen bin, habe ich mir eigentlich überhaupt keinen Kopf drüber zerbrochen. Und und heute Morgen, ich habe über Freitag, Samstag, Sonntag frei, dann ging heute Morgen um 10 Uhr bei mir das Telefon, ich möchte doch bitte ins Krankenhaus hochkommen und der zweite Test ist auch positiv. Ich bin verheiratet, muss ich dazu sagen, wirklich verheiratet, ich habe 2 Kinder und ich bin im Moment fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll oder machen soll. Gab es da in der Klinik eine Betreuung, nachdem man dir das gesagt hat? Ja, also es gibt zwar eine Betreuung und man hat es mir auch gesagt, also ich kenne es ja auch selber, es kann 10 Jahre dauern, 15 Jahre dauern, bis es ausbricht und sowas, aber ich fühle mich im Moment unheimlich alleine gelassen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich heulen soll oder ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es meiner Frau beibringen soll. Ach, die weiß das noch gar nicht? Die weiß das überhaupt nicht, die ist übers Wochenende weggefahren. Mit wem hast du schon drüber geredet? Mit gar keinem. Mit keinem. Der erste, mit dem ich darüber rede. Beziehungsweise aus der Technik jetzt, also wo ich da angerufen habe. Ja, ist klar, ja. Ich weiß gar nichts mehr. Und, was ist dir denn jetzt heute Nachmittag oder auch heute Abend alles so durch den Kopf gegangen? Ich habe gedacht, ich schneide mir die Pulsadern auf und bringe mich um. Also das ist das Erste, was ich gedacht habe, weil ich habe immer gedacht, mich kann das nicht treffen. Ich helfe irgendwo Menschen, Leben zu retten. Und ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich darüber sagen soll. Wobei man tut das vielleicht in dem ersten Moment so ab, was auch verständlich ist, wenn man so etwas gehört hat. Diese 10, 15 Jahre, was die Leute im Krankenhaus zu dir auch gesagt haben. Richtig, ja. Ich finde, das ist ja schon mal wirklich ein realistischer Hoffnungsschimmer, dass du vielleicht gar nicht betroffen sein wirst vom Ausbruch dieser Krankheit. Das ist richtig, ja. Wir wollen ja alle hoffen, dass innerhalb dieser Zeit vielleicht doch letztendlich dann die Präparate erfunden sein werden, die die Krankheit eindämmen können. Oder richtig. Den Virus auch im Zaun halten können. Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht. Nur, ich habe nie gedacht, was heißt nie gedacht, dass man es kriegen kann. Aber wenn du es plötzlich selber hast und nach dem zweiten Test, also es wird nächste Woche der dritte Test gemacht und wenn der zweite schon positiv ist, wird der dritte auch positiv sein. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß im Moment überhaupt nichts mehr. Also, wie gesagt, ich habe eine Familie und ich liebe meine Familie, aber wie soll ich denen das jetzt beibringen? Was soll ich machen? Wie soll ich denen das sagen? Ich kann doch nicht einfach hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe AIDS und wir müssen damit leben. Also. Naja, du bist ja nun erstmal positiv. Ja. Das ist kein Ausbruch der Krankheit. Ich glaube, dass natürlich jeder in deiner Situation genauso durch den Wind wäre, wie du es jetzt bist. Und dass einem tausend Sachen durch den Kopf gehen, von Selbsttötung bis hin zu den verrücktesten Überlegungen.
Dennoch möchte ich dir jetzt mal so, vielleicht auch so, da wir uns nicht kennen und ich sehr weit weg von dir bin, so dieses Objektive vor Augen halten. Das ist ja, das ist eine sehr schlimme Information, die du heute bekommen hast. Hm. Aber es ist nicht dein Todesurteil. Nein, und es ist, bedeutet auch nicht endgültige Hoffnungslosigkeit. Es gibt sicher Diagnosen auch im Krankheitsbereich, wo es dann überhaupt nichts mehr zu reden gibt oder auch kein... Ich meine, ich kenne AIDS-Patienten, also bei uns im Krankenhaus, wir haben also eine AIDS-Station halt, also wo die Leute also, sag ich mal, ja, hört sich jetzt blöd an, ihre letzte Gnade kriegen, also wo sich also wirklich drum gekümmert wird. Und aber Martin, du bist ja eben, du bist jetzt kein AIDS-Patient. Nein, das ist nicht. Das ist der große Unterschied, du bist positiv, höchstwahrscheinlich. Ja. Beschreib mir doch bitte mal dein Verhältnis zu deiner Frau, das scheint mir gut zu sein, ne? Also zu meiner Frau, ich habe 1000%ige Kontrolle, also was heißt Kontrolle, nicht jetzt böse gemeint, aber ich kann ihr 1000%ig vertrauen. Mhm. Also umgekehrt ist es genauso, ja. Dürfte es ja eigentlich auch kein großes Problem sein, wenn du ihr das sagst, dass du ihr das sagst. Ja, aber wie soll ich ihr das sagen? So wie du es mir auch gesagt hast, genauso. Ja, und das fällt mir so verdammt schwer. Aber warum denn, Martin? Ja, ich habe halt Angst, vielleicht vom Verlassen oder so, weil ich kenne Fälle aus Bekanntschaftskreis, da haben die Frauen also die Männer verlassen halt oder umgekehrt ist es gewesen. Wenn das Verhältnis so ist, wie du es mir gerade ganz spontan gesagt hast, 1000%iges Vertrauen gegenseitig, verlässt diese Frau dich doch nie und nimmer, Martin. Nein, das glaube ich auch nicht, aber kannst du nicht verstehen, dass ich Angst habe? Ich kann das schon gut verstehen. Andererseits glaube ich aber auch, dass es dir gut tun wird, wenn du es ihr sagst. Mhm. Weil je mehr Leute daran teilhaben und du dich auch darüber aussprechen kannst, desto einfacher ist es für dich. Mhm. Könntest du mir denn vielleicht noch irgendwo einen Tipp geben, woran ich mich mal melden kann? Außer jetzt an bei uns Psychologen möchte ich jetzt unbedingt nicht die Leute, die da irgendwo einen Plan von haben. Mhm. Also auf jeden Fall. Und zwar wird das gleich mein Psychologe dir weiterleiten, die Informationen. Ja. Es geht so, du kennst das ja, du legst auf und dann ruft der Peter Ofsianowski, mein Psychologe, dich an und er kann dir die entsprechenden Kontaktadressen auch geben. Mhm. Fände ich zum Beispiel auch gut, dass du in eine gute Beratung kommst jetzt und damit du erstmal alle Informationen kriegst. Ja. Und ich finde, der allererste Schritt sollte jetzt sein, dass du deine Frau informierst darüber. Das ist richtig. Und wo ich ganz große Angst vor auch habe, dass ich meinen Beruf sausen lassen muss halt, wegen der Krankheit. Also ja, wie ist das? Ist das so, darf man nicht Berufsfeuerwehrmann sein? Ja, man kann Berufsfeuerwehrmann sein, wenn man HIV-positiv ist. Mhm. Und das Problem ist, man darf halt nicht mehr mit Menschen zusammenkommen, das heißt nur noch Zentrale machen. Und davor habe ich halt Angst. Bist du denn verpflichtet, dieses jetzt auch gleich weiterzusagen? Ja, ne? Ja. Mhm. Ja, also spätestens nächste Woche muss ich also zu meinem Bereitschaftsführer, nennt sich das bei uns, Chef, muss ich hingehen und ihm das vortragen halt. Und davor habe ich halt ganz große Angst. Also die Reihenfolge finde ich, die unbedingte Reihenfolge muss sein, dass deine Frau zuerst informiert wird, dass du dann vielleicht eine Beratungsstelle aufsuchst. Ich hoffe, dass wir dir gleich ein paar gute Adressen vermitteln können. Ja. Und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du vorher zur Beratung gegangen wärst, bevor du zu deinem Chef gehst, damit du da auch ein bisschen stabilisiert wirst und auch vielleicht auch mit Informationen ausgerüstet bist. Mhm. Also ich wünsche dir, lieber Martin, wirklich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Und drücke dir die Daumen, dass dieser ganze Kelch an dir vorbeigeht. Mhm. Vielleicht wirst du wirklich 100 Jahre alt und hoffe ich. es geht dann doch alles gut. Aber alles das kann man natürlich nachvollziehen. Das ist heute, wenn das so frisch gesagt wurde. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute. Also wir rufen dich gleich wieder an. Ne? Alles klar, tschüss, danke schön, tschüss. Meine Lieben, wenn ihr mit mir reden wollt, über ernste Dinge, über weniger ernste Dinge, über lustige Sachen, über schräge Sachen, über Sex, was auch immer, das hier ist meine Telefonnummer 0180 5678 111. Exakt diese Nummer hat ein junges Mädel gewählt. Die ist 22 Jahre alt und heißt Kerstin. Hallo Kerstin. Hallo Domian. Ja, hallo. Ja, mir geht's auch total beschissen, muss ich dazu sagen. Und zwar habe ich vorgestern erfahren, dass ich in der 9. Woche schwanger bin. Und das mit großer Wahrscheinlichkeit von dem Freund meiner besten Freundin. Ich meine, okay, das wäre jetzt, sage ich mal, nicht das größte Problem. Das Problem ist, er ist farbiger. Und das lässt sich ja so ohne weiteres nicht verbergen. Da muss ich jetzt fast schon schmunzeln, ne? Da kann man ja... Ja. Hm. Ich weiß jetzt überhaupt nicht. Wie ist es denn dazu gekommen? Der Freund deiner besten Freundin? Ja. Du hast deine beste Freundin betrogen? Ja. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen? Ist das eine Affäre, die du mit dem Mann hast, oder ist es einmal passiert? Einmal passiert. Mhm. Er war vor ungefähr 9 Wochen dann mal bei mir. Abends hat sich was abgeholt und dann haben wir ein bisschen Fernsehen geguckt und ein Gläschen Wein getrunken, wie das dann halt so passiert. Mhm. Ne? Nun haben wir gerade im ersten Gespräch, ich werde nicht müde in dieser Sendung immer wieder das zu sagen und immer wieder, wir haben gerade im ersten Gespräch über AIDS gesprochen. Ja.
Ihr seid nicht auf die Idee gekommen, vielleicht ein Gummi zu verwenden? Nein. Mhm. Dummerweise nicht. Ja. Wie ist es denn an dem Abend dann so initiativ abgegangen? Wer hat denn letztendlich den Stein ins Rollen gebracht? Du? Ja, eigentlich er. Eigentlich er. Ich habe ich auch deiner Kollegin vorhin schon erzählt. Ich fand ihn immer toll, also jetzt so als Kumpel, aber jetzt nie als Mann sexuell anziehend oder so. Naja, und dann hat er mir halt gesagt, dass er mich halt super fänd und könnten wir ja mal. Und naja, dann habe ich mich halt darauf eingelassen. Warst du da sehr angetüttelt schon? Ja, es ging. Ja. Hat er dann die ganze Nacht bei dir verbracht? Ja, oder? Hat er. Wie ist dir denn zumute gewesen, als du dann morgens aufgewacht bist und hast ihm ins Gesicht geguckt? Ja, blöd war mir. Also, wir haben auch darüber gesprochen. Er sagte dann ja auch, ja, er wäre mir dankbar, wenn ich das keinem erzählen würde. Ich sage, nee, keine Angst, mache ich auch nicht, weil ich würde mir selber ins eigene Fleisch damit schneiden. Naja, jetzt. Hast du während des Sexes mit diesem Mann an deine Freundin gedacht und das schlechte Gewissen? Ja, ja, eigentlich schon. Auch jetzt die ganze Zeit danach, als ich noch nicht wusste, dass ich schwanger war. Ja. Wie lange bist du mit dem Mädchen befreundet? Ach, seit dem Kindergarten. Seit dem Kindergarten, also richtig dicke Freundin. Ja, ja. Und wie lange sind die beiden zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Also besteht eine ganz lange Bekanntschaft auch zwischen dir und dem Mann, ne? Ja. Du willst das Kind haben? Ja, eigentlich schon. Also ich bin eigentlich absolut gegen Abtreibung. Unter den Umständen, ich weiß es nicht. Hast du ihn informiert? Nein, das weiß noch keiner. Nein. Du hast aber auch Nerven, und hier jetzt anzurufen. Ja, ich wusste mir keinen anderen Rat mehr. Eigentlich muss er informiert werden. Ja, das müssen alle informiert werden. Ja. Ich habe auch einen Freund. Du hast auch einen Freund? Ja. Der war zu dem Zeitpunkt in Frankreich zu einer Sprachreise. Ja. Ich meine, als er wiederkam, da war das ja auch schon ein bisschen her, und da habe ich da jetzt eigentlich noch nicht so viel dran gedacht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, 4 Jahre. Auch 4 Jahre. Oh, jetzt kommt aber kommt die ganze Arithmetik ins Wanken unter Umständen. Würdest du denn mit dem Farbigen zusammen sein wollen? Eigentlich nicht. Ich denke auch nicht, dass er das möchte. Ich weiß es nicht. Du kennst ja deine Freundin nun sehr gut. Ja. Wie meinst du denn, wie wird sie reagieren? Was wird sie sagen? Wie wird sie denken? Ja, die wird mir sofort die Freundschaft gönnen. Die wird das nicht fassen. Die wird amok laufen wahrscheinlich. Ich denke, wenn es jetzt nur dabei geblieben wäre, das würde sie mir vielleicht irgendwann verzeihen, obwohl die Freundschaft dahin. Aber jetzt kriege ich ein Kind von ihm. Ja. Aber es ist ja eben dein Freund auch mit im Spiel. Ja, ne? Welche Perspektive könnte das haben, wenn du ein Kind von einem anderen Mann bekommst? Würde er bei dir bleiben? Das weiß ich nicht. Ich denke auch fast nicht. Nein. Wenn du Pech hast, verlierst du alle. Eben, das ist das Problem. Verliere ich alle. Du hast es zwar kategorisch abgelehnt, irgendwie gerade, dass du, also du bist eine Gegnerin der Abtreibung, aber dennoch hörte ich aus dem Satz heraus, dass du es dir schon überlegt hast oder vielleicht noch überlegst. Ja. Denke ich schon, dass das noch nicht das Letzte ist, was ich gedacht habe, weil wenn ich das so abwäge, ich stehe mit dem Kind nachher irgendwo alleine da. Ja, und in der heutigen Zeit hat so ein Kind auch nicht leicht. Ich weiß im Moment, ich denke alles und nichts, das ist völlig dramatisch momentan. Zumal ich es auch erst seit gestern weiß, und ich habe nicht geschlafen und ich block alles momentan ab. Ich bin schon froh, dass meine Freundin mich momentan in Ruhe lässt. Und ich habe sie seitdem ja auch nicht gesehen, seit gestern. Es ist so sehr schwierig, in einer solchen Situation jemanden zu oder gegen eine Abtreibung zu raten. Ich bin kein kategorischer Gegner der Abtreibung, weiß Gott nicht. Ich finde, dass die Frauen das entscheiden sollten. Aber es handelt sich ja nun wirklich mal um Leben, ne, welches da entsteht. Ja. Andererseits wird dein Leben unter Umständen sehr zerstört dadurch. Oder ins Wanken gebracht. Oder. Deine gesamten Lebensgrundlagen gehen ja unter Umständen wirklich flöten. Ne? Ja. Das kann passieren. Sehr schwierige Situation. Ja. Ich sag dir jetzt mal, ich sag's dir jetzt ganz quasi ganz privat. Wir sind hier zwar im Fernsehen oder im Radio. So ganz intuitiv würde ich sagen, lass es abtreiben. Aber nehme das nicht zu ernst, was ich sage. Dafür ist, so eine Sache kann man nicht in 5 Minuten entscheiden, die wir jetzt hier uns unterhalten, 5 Minuten. Aber man hat ja so ein spontanes Gefühl, und das habe ich dir jetzt mitgeteilt. Diese schwere Entscheidung wirst du natürlich völlig alleine tragen müssen. Ja.
Aber es tut immer gut, auch mal eine Meinung von außen zu hören. Ne? Mhm. Mhm. Ich würde an deiner Stelle Folgendes machen, Kerstin. Mhm. Erstens gleich nochmal mit meinem Psychologen reden. Mhm. Ihr habt dann einfach mehr Zeit als wir hier in der Sendung. Ja. Dann wäre es vielleicht auch ratsam, zu einer Beratung zu gehen, zu Pro Familia. Mhm. Ich würde auch zu Pro Familia gehen und nicht zu irgendeiner dogmatischen Beratungsstelle, sondern dass du da in aller Ruhe nochmal deine Verhältnisse auseinander vorlegst. Mhm. Ja. Okay. Ich bin zwar auch immer ein Verfechter der Ehrlichkeit und der Wahrheit. Solltest du dich für eine Abtreibung entscheiden, könntest du dieses alles ja auch für dich behalten. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Also wenn, dann würde ich das wirklich alles verschweigen. Ja, es geht zu viel kaputt dann. Ja, weil denn wenn du abtreibst und es dennoch sagst, machst du ja eh alles kaputt. Ja. Ich habe dir jetzt meine sehr, sehr private Meinung gesagt. Mhm. Verfahren ist klar. Leg auf und der Peter ruft dich gleich an. Alles klar. Ich wünsche dir viel, 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 viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ulrich. Ulrich ist dran und der ist 33. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Ja, erstmal wollte ich sagen, deine Sendung ist ganz toll, die bewundere ich. Danke. Und den tollsten Gast, den du jemals hattest, finde ich, ist diese multiple Persönlichkeit gewesen. Ja. Das war ja jetzt vor einigen Tagen. Das war vor einigen Wochen. Das ist das Wochen, Unglaublichste, was ich hier gehört habe. Ich muss ja sagen, das war auch eines der Gespräche, die mich am meisten hier mit umgehauen haben, weil ich auch mit so etwas noch nicht konfrontiert war. Einmal hier in der Sendung, aber im privaten Bereich auch noch nie. Ja. So, worüber ich sprechen will, ich bin seit 11 Jahren Striptease-Tänzer, arbeite seit 2 Jahren auch als Schauspieler, aber es geht ums Thema Striptease. Und ich wollte mal sagen, also ich bin jetzt wirklich sehr, sehr lange in dem Geschäft. Es läuft auch seit ein paar Jahren sehr, sehr gut. Warum hast du denn kein Bildtelefon, Mensch? Ja, das ist übrigens sehr unfair. Ich kann dich sehen und du mich. Ja, und nicht nur ich würde dich jetzt gerne sehen, sondern Hunderttausende auch. Ja, das ist übrigens ein Thema, Domian. Und zwar ist Folgendes. Ich stehe auf der Bühne, ich bin für ein paar Minuten, bin ich ja irgendwo eine Art Vorzeigeprojekt und sage den Leuten, so hat das auszusehen. Die klatschen ja auch, finden das toll. Mhm. Übrigens auch sehr viel bei gemischtem Publikum. Mhm. Ich kriege sehr viel Applaus und auch Komplimente von Männern. Mhm. Auch von nicht-schwulen Männern? Ja, auch ganz viel. Ja. Ich kriege ganz, ganz oft bei gemischten Gesellschaften aus. Mhm. Auch die Schwulen, die fahren sehr auf mich ab. Ich habe eine Glatze. Das ist eine Glatze. Ja, du hast eine Glatze und wahrscheinlich einen super trainierten Body. Ja, ich bin ganz athletisch und hab sehr liebe Augen so. Ich wollte nur sagen, Domian, wenn ich abends in die Disco gehe, geh mal alleine weg. Ich komme mal ein Gespräch mit einer Frau, ich bin sonst von mir aus sehr zurückhaltend. Mhm. Es ist ganz komisch. Die deutschen Frauen, die sind so zurückhaltend irgendwie. Ich flirte zwar gern, ich habe selber eine große Hemmschwelle irgendwo. Das heißt, du bist im Prinzip ein Striptease-Star. Seit 11 Jahren stehst du auf der Bühne. Ja, du verdienst dein Geld damit auch. Ja, ein bisschen. Also ich bin sehr gut im Geschäft eigentlich auch, denke ich mal, unter den Kollegen auch sehr bekannt. So. Aber das ist professionell, ne? Du hast keinen anderen Beruf nebenher. Ja, also ich arbeite als Schauspieler noch. Als Schauspieler? Am Theater fest. Aha. In Köln. In Köln? Ja. Und das ist ein kleines Theater. Mhm. Wir sind sehr viel auf Tournee auch. Mhm. So, jetzt stehst du im Prinzip immer auf der Bühne und bist der Gegenstand der Begierde, aber letztendlich bist du einsam und kriegst kaum Kontakt zu Frauen. Ja, doch, ich krieg schon viel Kontakt, muss ich schon sagen. Also ich bin auch sonst nicht scheu oder schüchtern irgendwie, nur es ist eine Sache, ich habe auch immer wieder mal Freundinnen, auch lange Beziehungen, aber es ist so, wenn ich zum Beispiel keine Freundin habe, eine kennenzulernen, das ist so schwierig für mich. Du solltest vielleicht einfach dann anfangen zu strippen in dem Lokal, wo du gerade bist. Nee, darum geht's nicht. Nein, ist mir klar. Die Frauen wollen auch, ich will auch nicht unbedingt eine Frau, die mich dadurch kennengelernt hat und mich dann toll findet, aber viele wissen es oder erfahren es dann und irgendwie denken die, ich würde rumhöggeln wie ein Karnickel. Du musst mir aber jetzt ich habe mit einem Stripper hier in der Sendung noch nie gesprochen. Noch wirklich noch nie. Du musst mir ein bisschen darüber erzählen. Wie hat das denn bei dir angefangen, dass du so viel strippst auf Bühnen, in Lokalen? Ja, also ich erzähle mal ganz kurz meine Geschichte. Mhm. Also ich bin in Deutschland geboren, bin in Brasilien groß geworden. Mhm. Mein Vater war beim großen Chemiekonzern, wurde ins Ausland versetzt, habe dort knapp 10 Jahre gelebt, bin zurück und habe hier nach einer Lehre angefangen zu studieren. Mhm.
Abi nachgemacht, um zu studieren. Und da brauchte ich Geld, habe Shows gemacht, andere Shows als Tarzan aus der Torte, Schornsteinfeger, Reden, so Bühnenreden. Und dann kam irgendwann die Idee mit dem Striptease. Und damals gab es noch kaum Männer, die das gemacht haben. Der erste Auftritt, wo war der? Der war im Kölner Treff in der Altstadt. Im Kölner Treff in der Altstadt? Ja, und zwar bin ich hingegangen, ohne Gage zu verlangen, und habe gesagt, ihr seid so viele Leute da, da ist immer so eine geile Stimmung. Das war ein gemischtes ich glaub, Publikum. Wenn da einer auch was Halbschlechtes macht, ja. Die sind einfach nur gut drauf, damit ich selber dieses Eis gebrochen kriege. Hast du Hemmung gehabt, weil dir das peinlich, das erste Mal dich nackt auszuziehen? Nee, das ist... Ja, okay, ich habe ja... Davor hatte ich ja schon Auftritte vor Publikum. Mhm. Das Ausziehen... Also durch die Schauspielerei auch ein bisschen ja, schon trainiert. Ja, das Ausziehen... Ziehst du dich denn ganz aus? Ja. Also man sieht den Schwanz auch? Ja, ganz kurz immer, aber ich finde, das gehört dazu. Das andere ist für mich im Endeffekt keine echte Striptease-Show. Warum machst du das? Ich habe damit eigentlich gar kein Problem. Ich denke überhaupt nicht darüber nach. Ich denke auch nicht danach, wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich irgendwas empfinde zum Beispiel. Das ist nie der Fall. Ist das vielleicht auch ein Ausbund von Eitelkeit und Narzissmus, sich nackt dann vor Menschen zu präsentieren, die einen irgendwie ja doch begehren? Ja, vielleicht. Also Domian, es ist so, ich hatte einen Traum als Kind, ich wollte immer Schauspieler oder Rennfahrer werden. Nun bist du Striptease-Tänzer. Ja, und Schauspieler. Meine Schauspielschule habe ich auch besucht. Ich spiele am Theater, bin ab und zu im Fernsehen zu sehen. Das ist auch mein Traum. Nur mit dem Striptease irgendwie, ich konnte in der Schule zum Beispiel kaum an die Tafel gehen oder sprechen vor der Klasse. Ja, das ist ja oft das. Leute, die früher besonders gehemmt waren, zurückhalten und dann plötzlich sich so rausknallen und in diesen Beruf gehen. Ja, was verdienst du denn an einer Show? Wie lange dauert die Show? Eine Stunde? Nee, nicht. Das sind 10 bis 15 Minuten. Und was kommt darüber für dich? Also das ist sehr unterschiedlich, über welche Agentur ich arbeite. Sag mal so, du hast im Monat ungefähr so ein Ingenieurgehalt. Ingenieurgehalt, so. Nicht schlecht, ne? Wenn es läuft, ne? Nur hast du aber gerade auch gesagt, dass da viele Frauen dich, oder angedeutet, dass da viele Frauen nach der Show dich anbaggern. Wie ist das denn? Nee, das ist es ja gerade nicht. Und zwar folgendes, irgendwie... Das ist so, die Fragen, die stellen alle Fragen, aber dieses Abschleppen oder, also bei mir ist es folgendes, bin ich ein bisschen schüchtern, eine Frau müsste mich erobern und das tun deutsche Frauen irgendwie gar nicht. Also selbst nicht nach deiner Show? Nee, und in Holland ist das ganz anders, Polen ist es total anders. Du solltest oft nach Polen und nach Holland strippen gehen. Ja, nee, ich meine, da gibt es ja hübsche Holländerinnen, also. Das ist ganz anders. In Spanien habe ich ein Jahr gestrippt. Also du beklagst dich, dass die deutschen Frauen zu schüchtern sind. Das kann ich gar nicht verstehen, wenn ich im Fernsehen, da kommen wir ja nicht rein, so Auftritte von den Chippendales, so wie die heißen, ja. Wo nur Frauen reinkommen, die sind ja völlig aus dem Häuschen, die ganzen Mädels. Ja, ja, die aber liegen jetzt da kreischend vor der ja, Bühne. Ja, aber ehrlich, und zwar ist folgendes, wenn ich eine Frau, wenn ich mitspiele, dann ginge das auch. Ich sehe das ja an manchen Kollegen. Mhm. Die können gut baggern. Ich habe einen Bekannten, der ist ein Südländer, der hat das gut drauf, der sieht auch toll aus und so. Und der hat auch eine nette Art. Mhm. Und da klappt das. Aber du bist eben so zurückhaltend. Ja, und mir geht es auch nicht darum, ich will nicht Hunderte abschleppen, nur ich mache es seit 11 Jahren. Mhm. Ich habe in den ganzen 11 Jahren erst einmal eine durch eine Show praktisch kennengelernt. Das ist erstaunlich. Es wurde auch meine Freundin und die hatte ich dann 2,5 Jahre. Das ist erstaunlich. Dürfen die Mädels dich in deinen Shows anfassen? So ganz dezent so die Hüfte eincremen und dann lasse ich mir meistens danach die Glatze eincremen, dann fangen die immer an zu lachen. Ich mache übrigens überwiegend so Comedy-Shows. Ja, also das Hauptproblem, habe ich jetzt schon mitbekommen, ist für dich, dass du letztendlich beklagst, dass die Frauen zu wenig an dich herangehen. Ja, im Prinzip belästigt will ich ja auch nicht werden, nur die sind so zurückhaltend. Auf eine Art pfeifen sie auch nach und weiß Gott was, aber dann immer so auf diese... Letztendlich ist die Lösung, dass du, da du nur ein erfahrener Profi-Auftreter bist und Entertainer oder wie soll ich es nennen, jemand, der halt in der Öffentlichkeit steht, dass du da doch ein bisschen aktiver sein müsstest. Ja, du, letztendlich du, Ulrich. Ich möchte ja einmal, dass eine Frau mich mal so richtig, einmal möchte das in meinem Leben, dass sie mich mal richtig packt und einfach... Also Ulrich, wir verbleiben jetzt mal folgendermaßen. Ich hoffe, dass du bald ein Bildtelefon hast. Dann werden wir beide uns nochmal unterhalten und du wirst fast nackt mit mir telefonieren. Nee, das mache ich nicht. Doch, ein bisschen, aber so ein bisschen hergerichtet. Ja, und dann werden wir Kontakte knüpfen. Und ich garantiere dir, dass wir eine ganze Menge Frauen finden, die dich mal so richtig anpacken, hart anpacken. Ja, du meldest dich, wenn du ein Bildtelefon hast.
Oho. Okay. Ulrich, vielleicht laufen wir uns über den Weg in Köln. Ja, alles Gute. Spaß mit deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. 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 Jetzt ist öfters das Wort Bildtelefon gefallen. Ihr Lieben, ich weiß ja, dass in der weiten Bundesrepublik Deutschland noch nicht so viele Leute ein Bildtelefon haben. Deshalb bieten wir an, wir von 1Live und dem WDR Fernsehen kommen zu euch nach Hause mit einem Bildtelefon und installieren das dort, damit ihr dann von dort mit mir hier in der Sendung telefonieren könnt. Also, vielleicht nicht gerade nach Hause, aber wenn ihr in einem Swingerclub seid oder arbeitet, wenn ihr in einem Bordell arbeitet, oder wenn ihr eine besondere Nachtarbeit habt, dieser nachgeht, oder vielleicht auch in einem Behindertenheim lebt oder arbeitet und euch per Bildtelefon mit mir unterhalten wollt, dann schreibt mir doch ganz einfach, schreibt uns und dann werden wir uns mit euch in Verbindung setzen und ein kleines Team rausschicken und dann können wir uns via Bildtelefon und Fernsehen unterhalten. Schreibt bitte an den WDR 1Live Domian, Stichwort Bildtelefon, 50600 Köln, Postfach, auch noch dazwischen. Also WDR, 1Live Domian, Stichwort Bildtelefon, Postfach, 50600 Köln. Ich würde sehr gerne mit jemandem mich unterhalten, vielleicht mit einer Hure. Ich weiß, dass uns sehr viele Huren nachts immer zuschauen oder zuhören, die vielleicht zwischendurch mal ein bisschen mit mir plaudert. Und wir können das Bildtelefon auch ein bisschen durch ihr Separé da schwenken und uns anschauen, wie ihr Arbeitsplatz aussieht. Also schreibt mir mal, wenn ihr Bock habt, so mit mir in Kontakt zu treten. Ja, Oliver ist dran. Oliver ist 18 Jahre alt. Hallo? Ja, Oliver. Ja, erstmal großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Auch ich bin großer Homer Simpson-Fan. Da habe ich ja wirklich was losgetreten. Ja. Einmal habe ich das gesagt und seitdem werde ich immer darauf angesprochen. Also, aber das ist nicht dein Thema, ne? Nein. Sondern? Mein Thema ist Orgasmus-Tipps. Orgasmus-Tipps? Ja. Und wir hören natürlich alle gerne Orgasmus-Tipps. Und zwar, du hattest von Mittwoch auf Donnerstag auch einen Oliver, 18 Jahre, am Telefon. Kann sein, ja. Und der... Da kam kurz mal zur Ansprache, dass er gesagt hatte, er könne seinen Orgasmus eben eine halbe Stunde lang hinauszögern. Ja, hat er gesagt, genau. Ja, das war der mit dem kleinen, großen Penis. Ja, genau. Ne? Mhm. Und dann hast du gesagt, das wäre keine Kunst und du könntest das noch viel länger. Oh ja, viel länger kann ich das. Ja, und da möchte ich mal wissen, wie das geht. Ich dachte, du hättest jetzt Tipps für uns alle, wie man das macht. Nee, du willst mich jetzt fragen, wie ich das mache? Ja, genau. Das ist einfach eine Konzentrationssache und Training. Ich bin ja nun schon etwas im höheren Alter und kann sehr gut in meinem Körper umgehen und habe gelernt im Laufe der Jahre immer so an die 99% ranzufahren und dann wieder runterzugehen. Und das finde ich klasse und das kann ich über Stunden. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich kann es wirklich. Manchmal passiert auch ein Fauxpas und dann hat es halt nicht geklappt, aber in der Regel klappt das. Da kann ich ja gar keinen konkreten Tipp jetzt geben. Das ist wirklich Training. Und man kann das per Onanieren auch trainieren. Aber noch detaillierter darf ich hier jetzt gar nicht was sagen. Das kriege ich ja einen riesen Ärger. Pornografische Tipps von Domian. Steht da morgen in der Bildzeitung. Ja, aber da muss ich ja ewig lang trainieren. Das geht doch gar nicht. Ja, du bist ja noch wirklich in dem süßen, zarten Alter von 18 Jahren. Da konnte ich das auch noch nicht. Fang jetzt mal so langsam an. In 10 Jahren bist du auch bei einer halben Stunde schon. Wie lange dauert das bei dir denn jetzt im Moment? Also mehr als 5 Minuten ist da eigentlich nicht. Ja, 5 Minuten ist ein bisschen kurz. Deshalb, und da denke ich nach, und ein paar meiner Freunde eben, die sagen, die könnten da auch viel, viel länger und alles, und aber, ich krieg das nicht hin. Ja, aber wirklich, es ist eine Millimeterarbeit. Man muss das ganz, ganz vorsichtig und langsam trainieren. Und dann werden die Zeitabstände immer größer. Oliver. Versuch's doch mal ein bisschen. Fang mal einfach damit an. Halt dich immer mehr ein bisschen zurück. Mhm. Erst mit dir alleine. Mit jemand anderem ist es viel schwieriger noch. Mhm. Hm? Ja. Und wenn du dann mal auf einer Viertelstunde bist, dann meldest du dich nochmal bei mir. Ja, das mache ich ja. Ja. Mein Lieber, das war's. Ja. Alles Gute, viel Spaß beim Zurückhalten. Jo. Tschüss. Danke, tschüss. Von 18 Jahren auf 19 Jahre. Nee. Jetzt habe ich mich verdrückt hier. Uli, 19 Jahre. Uli. Ja, hallo Jürgen. Hallo Uli. Und zwar habe ich jetzt ein besonderes Erlebnis gehabt. Mhm. Und zwar war ich auf Klassenfahrt. Und da habe ich dann mit meiner Lehrerin Sex gehabt. Mhm. Und das
war halt, das Ganze lief halt so ab erstmal. Sag mir bitte erstmal, wie alt die Lehrerin ist, damit ich das einordnen kann. Also die Lehrerin ist halt 34, die ist jetzt neu an unsere Schule gekommen. Mhm. Und sieht halt auch relativ gut aus, kann man sagen. Mhm. Und wir haben halt auch schon so immer drüber gesprochen, wie es denn halt wäre, wenn man die mal halt bumsen würde oder so. Wie? Das hast du mit der, habt ihr mit ihr besprochen? Nee, das haben wir halt unter uns. Ihr Jungs halt, untereinander. Ja, das haben wir mal besprochen gehabt. Ja. Und ja. Aber natürlich geglaubt dran hat keiner. Mhm. Und nun sind wir halt auf Klassenfahrt gefahren und sie kam da halt auch mit. Mhm. Und es ist halt eigentlich sehr locker und wir haben auch immer viel Spaß damit und so mit der Lehrerin. Mhm. Und dann war es halt so, dass wir halt am letzten Abend alle zusammen halt, also die Lehrer, Schüler, waren halt in der Hotelbar und haben halt gut einen getrunken. Mhm. Und da hat da so ziemlich jeder auch einen gut in der Krone sitzen. Mhm. Ja, und das ging halt bei mir auch relativ schnell, weil ich halt ansonsten halt nur Gras rauche und kiffe. Mhm. Und deswegen war ich da halt auch ziemlich schnell dicht. Mhm. Und ja, dann habe ich mich halt neben sie gesetzt und haben wir halt ein bisschen geflirtet, so mehr Späßchen gemacht. Da waren die anderen noch dabei, ne? Da waren die anderen noch dabei, ja. Und sie ist drauf angesprungen? Sie ist erst drauf, also nicht direkt drauf angesprungen. Also ich hatte da halt schon einigermaßen zu kämpfen, dass da irgendwas bei rumkam im Endeffekt. Wie ist es denn dann letztendlich dann abgegangen? Da waren ja immer noch Menschen um mich herum. Hast ja, du da sie waren dann halt noch die Leute. Ja. Und dann haben wir uns so halt zugeblinzelt und dann habe ich halt selbst nicht dran geglaubt. Nur sie ist dann halt aufgestanden und ist rausgegangen. Mhm. Und kam dann halt auch irgendwie 5 Minuten nicht wieder. Und dann bin ich halt hinterhergegangen und hat sie halt gewartet. Draußen? Draußen, ja. Mhm. Und allerdings war die Hotelbar, es war halt die Hotelbar und hat halt draußen einen geraucht gehabt. Und dann sind wir halt zusammen auf ihr Zimmer gegangen. Wie, das war da schon klar? Ich meine, das war ja der entscheidende Schritt dann, ne? Das war da schon irgendwie klar. Also, wer hat das da denn gesagt? Hat sie die Initiative ergriffen. Sie hat gesagt, hier, Uli, wir gehen mal nach oben. Ja, ja, also ob wir nicht zusammen jetzt halt auf ihrem Zimmer weiter machen sollten. Trinken. Weiter trinken sollten, ja. Und da war für dich aber schon klar, da läuft mehr. Das war mir noch nicht ganz klar. Also, weil das ist ja schon eine Sache, so, das erlebt man ja nicht alle Tage. Ja, ne? Allerdings, ich bin sehr erstaunt, dass die Frau das macht, weil sie kann sich um Kopf und Kragen bringen, ne, was ihre berufliche Tätigkeit angeht. Ja, ja gut, daran hat sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. Sollte sie mit 34 weil Jahren. Weil sie halt natürlich auch besoffen war. Ne? Mhm. So, also wart ihr in ihrem Zimmer und dann ging es irgendwann ab. Ging es ab, weil sie da die Initiative ergriffen hat oder hast du dann versucht? Im Zimmer, da wurde ich halt auch dann ziemlich geil und hab sie dann halt angefangen zu küssen und auszuziehen. Und sie hat das mit sich machen lassen? Sie hat das alles mit sich machen lassen. Ihr habt richtig miteinander geschlafen? Ja, also es war halt also richtig heftig. Also das habe ich mir also in kühnsten Träumen mal nicht vorgestellt. Mhm. Und nun ist es halt so, dass ich sie halt noch weiter im Unterricht habe. Also das war halt letzte Woche die Klassenfahrt. Ja. Und seit Montag ist halt wieder die Schule. Mhm. Und normalerweise bin ich halt in Mathe sehr gut und rede halt auch viel da. Mhm. Nur seitdem habe ich halt gar nichts mehr gesagt. Du hast mit ihr nach diesem Vorkommnis, sage ich mal, gar nicht geredet? Nee, also ich habe gar nicht mehr mit ihr geredet, weil mir das halt im Endeffekt auch ein bisschen peinlich ist. Du bist auch nicht verliebt in die Frau. Nö, das nicht. Mhm. Also ich hätte halt gerne nochmal Sex mit ihr oder so, das ist klar, aber ich meine, das stört halt irgendwie jetzt das Verhältnis zwischen mir und... Vielleicht wäre es ratsam, also nochmal gesagt, sie riskiert ihre gesamte Karriere, was sie da gemacht hat. Ja, ja, und deswegen weiß ich nicht, ob ich sie mal ansprechen soll darauf oder also ob ich vielleicht vergessen will. Ja, das ist ja okay. Ich fände es aber, wenn du bist ja auch, da ist ja eine Irritation jetzt für dich auch da und du fühlst dich ja auch nicht wohl. Und sie hat es ja nur mitgemacht. Ich fände es schon gut, wenn ihr unter vier Augen, aber wirklich unter vier Augen mal ein klärendes Wort redet, die Sache quasi dadurch bereinigt und zu den Akten legt und dann nie wieder drüber sprecht. Bei niemandem. Ich hoffe auch, dass du bei niemandem darüber geredet hast bisher. Ich habe bisher noch mit keinem geredet, außer halt jetzt mal mit dir. Hatte allerdings vor, das halt zu erzählen, weil das ja halt schon so eine mehr eine Sache ist, also die ja schon heavy ist. Also die fliegt aus der Schule, von der Schule, ist ja klar, ne? Das darf die nicht.
Die fliegt aus ihrem Lehrerverhältnis raus. Und was mit mir passiert? Also mit mir passiert da nichts, oder was? Ich glaube, mit dir passiert da nichts, ne, soweit ich da informiert bin. Aber für sie ist es ganz schwierig. Sie hat ganz extreme Konsequenzen zu tragen. Dir ist es unwohl im Unterricht. Rede einmal mit der Frau. Ist ja interessant, wie sie sich dann auch dazu stellt. Und hoffentlich ist es dann bereinigt, das Ganze. Nur ich kann halt gar nicht mit dir reden. Also ich bringe noch nicht mal irgendwie Antworten dazu, ganz billigen Fragen. Also weil ich es halt irgendwie nicht bringen kann, jetzt da irgendwie mit ihr zu reden. Warum schämst du dich? Ich schäme mich ja auch, ja. Also. Aber warum schämst du dich? Ich meine, ist ein krasser Vorfall, aber schämen musst du dich ja nur wirklich nicht. Sie hat ja nur auch mitgemacht. Sie hat ja letztendlich dich aufs Zimmer gelotst, nicht du sie. Wie du schon sagst, halt, sie hat halt jetzt Probleme, eventuell halt mit ihrer Laufbahn oder so, und vielleicht bin ich im Endeffekt halt noch daran schuld. Ja, deswegen also, fände ich es ja gut, wenn ihr beide mal wirklich als zwei erwachsene Leute mal miteinander... Hemmschwelle. Also ja, überwind die mal, weil ich glaube, es tut dir auch ganz gut, wenn da ein paar klare Worte gewechselt werden und dann ist das Thema vom Tisch. Ich würd mir das wirklich an deiner Stelle überlegen, weil das staut sich jetzt so auf und du kriegst das ja auch nicht aus dem Kopf raus. Ja, das Problem ist auch, ich sag dann natürlich ab im Unterricht, ne? Eben. Uli, du musst mit der Frau reden. Da führt kein Weg dran vorbei. Gib dir einen Ruck, tritt dir in den Hintern, du hast mit ihr geschlafen, dann kannst du auch mit ihr reden, basta. Meinst du, ich sollte es in der Schule machen oder soll ich sie lieber einladen oder so? Nee, ja, keine privaten Kisten mehr. Keine privaten Kisten? Nein, signalisiere ihr, dass du ein paar Worte mit ihr reden willst und dann soll sie entscheiden, wo und in welchem Rahmen das passiert. Hm? Ja, gut. Tschüss, alles Gute. Okay, ich danke dir. Tschüss. Ciao. 1.36 Uhr und 55 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Der Jackett sitzt richtig, es kann weitergehen. Hier ist Radio 1 Live, das wird das Fernsehen mit Domian. Heute könnt ihr mich ganz einfach anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, worüber ihr gerne mit mir reden möchtet. Telefonnummer 0180 5678 111. Und ich könnte euch ja nochmal unsere Anschrift sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn wir zu euch mit unserem Domian Bildtelefon kommen sollen. Vielleicht in einen Swingerclub oder ein Bordell oder zu einer schrillen Privatparty. Auch nicht schlecht. Dann schreibt bitte an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon, Postfach 50 600 Köln. Ich bin sehr gespannt, wer sich da meldet und wen ich da in der nächsten Zeit dann sehen werde oder wen wir sehen werden. Gitte, 54 Jahre alt. Ja, hi Domian. Gitte. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich habe also ein Problem. Ich würde gern wissen, wie die Technik mit dem Französisch geht. Also speziell das Blasen beim Mann. Was meint sie, wie die Technik mit dem Französisch geht? Naja, ich kann dir doch jetzt hier nicht zeigen oder erklären, wie man bläst. Naja, wo sind wir denn hier? Also heute da so ein erotisches Buch mir angeschaut, da war nichts drüber, ich wollte schon in den Beate Use laden, also ich habe das schon gekonnt beim vorigen Partner, ja. Und jetzt beim jetzigen, also da geht es von beiden Seiten nicht so recht. Ja. Ich habe ja oft abends, leider heute nun nicht, hier Bananen. Also ihm tut es weh. Hätte ich dir das immer vor. Und er will mir auch nicht sagen, also ich meine,
von Hand, da kann ich, also ich mache es gerne, wir tun es beide eigentlich für den anderen gern, aber irgendwo. Was tut ihm denn da weh? Naja, wahrscheinlich, also ich meine, wir kennen uns erstens noch nicht so lange und, mhm. und das ist alles ein bisschen problematisch, weil wir in zwei verschiedenen Großstädten wohnen und mhm. uns erst in 4 Monaten 9-mal gesehen haben, es aber jedes Mal sexuell regelmäßig war. Mhm. Dann kommt jetzt nochmal und also die Entfernung, ich weiß nicht, bedingt, ob ich jetzt, die Entfernung bedingt ja noch nicht, dass es einem nicht, dann, oder ich wünsche es mir, dass es einem dann weh tut. Die Frage war, warum tut es ihm weh, wenn du das bei ihm machst? Naja, was tut ihm denn da weh? Naja, ich merke es halt und frage ihn und er sagt doch nicht, dass ich aufhören soll. Mhm. Du bist ja auch schon nicht mehr so ein ganz junges Reh, ne, kann man ja sagen, mit 54. Ich bin geschieden, er war auch verheiratet und... Wie war das denn früher? Hast du noch nie mit Männern diese sexuelle Praktik praktiziert, auch erfolgreich? Also in 17 Jahren, die ich mit meinem Mann zusammen war, da haben wir beide sowas, halt kurzes Vorspiel, aber überhaupt nicht. Und ich war so anderthalb Jahre mit jemandem zusammen, da habe ich das erst kennengelernt. Und er meinte, dass ich das also irgendwie gelernt haben müsse und jetzt geht überhaupt nichts mehr. Ich glaube, dass man das nicht gelernt haben müsste. Dass man das ja, aber jetzt geht nun gar nichts mehr, weil, also ich habe es eigentlich auch am liebsten direkt, ne? Ja. Ich kann also, wenn ich befriedigt bin, dann stört mich das so, dass ich also am liebsten unter... abbrechen möchte und direkt, also, und was du vorhin gesagt hast mit der Konzentration, das konnte der vorher, also das hat mich immer genervt, falls dir das noch niemand gesagt hat, mich hat das also sehr genervt, weil ich habe dann immer wahnsinnig Hunger bekommen. Hunger? Na, ich meine jetzt also halt diesen Hunger, ja, bei uns ist es auch so, dass also er weiß, dass ich ihn liebe, aber dass er noch jemand anders nachläuft und eins an dem anderen. Wir kommen, also so, kein fester Partner im Sofa. Also ich glaube, was diese orale Befriedigung angeht, mach es doch ganz intuitiv, mach es ganz zärtlich. Ja, das habe ich ja auch damit immer am besten gekonnt, weil ich kann sowas einfach nur vom Gefühl her. Ja, und wenn es gar nicht anders geht, dann übe wirklich mal an einer schön abgeschälten Banane. Ganz liebevoll. Die Banane ist auch eine zarte Kreatur und versuche es damit. Nee, aber ich dachte, ich habe mir jetzt erhofft, dass du mir da so einen kleinen Tipp doch geben könntest. Also nehme ich denn nur die Eichel und wenn ich drüber gehe? Nein, du kannst, du sollst natürlich... Ich meine, es macht mir nichts, das in Hals zu bekommen. Ich habe das auch schon geschluckt. Ja, ja, so weit sind wir noch nicht. Es geht ja jetzt erstmal nur um die erste Phase. Es muss ja auch nicht der Orgasmus dann im Mund kommen. Natürlich nicht nur die Eichel, sondern den gesamten Penis. Naja, das habe ich ja eben gemacht und dann irgendwann... Aber sehr liebevoll eben und die Zähne schön auseinander, damit das nicht ja, wehtut. Das, ne? Das ist mir schon klar, und die Zunge und den Penis mit der Zunge schön verwöhnen. Ja, aber man muss doch saugen. Ich meine, das Blasen heißt ja nicht, dass man pustet. Nein. Das Gefühl, dass du irgendwo schüchtern bist. Nein, bitte. Ja, ich bin natürlich jetzt ein bisschen hier in Konflikt. Ich darf das natürlich jetzt hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zu detailliert erzählen. Du sollst weder pusten noch saugen. Du sollst einfach ganz liebevoll ihn in deinen Mund nehmen und mit der Zunge ein bisschen verwöhnen, sagen wir es mal so. Ja, aber schau mal, er ist bei mir direkt etwas zu grob im Gegensatz zum Vorgänger. Da hat es auf mich, dieses Zarte, eben so gewirkt. Ja. Und bei ihm habe ich das Gefühl, also er ist überhaupt sehr emotional geladen, sagen wir mal so. Aber er kann also wirklich, ist also sehr zärtlich und er kann also wirklich sehr lange und hat. Also Gitte, ich mache dir erstmal einen Vorschlag, da ich dir natürlich ja keine pornografischen Praktiken erzählen kann. Okay. Meinst du? Leih dir doch ganz einfach mal ein Porno aus und guck dir an, wie ich habe mir schon Porno bestellt, das konntest du vergessen, das war Kinderkram. Na, ich kenne Pornos, die sind kein Kinderkram. Wir wollen keine Werbung für Pornos machen, aber in dem Fall kann Gitte sich vielleicht die eine oder andere Praktik da abgucken. Es gibt Pornos, wo die Frauen das schon sehr schön machen. Das ist
ist schon mal ein Rat. Und das ist schon mal ein Rat. Bei Beate Use sagt man mir das. Das ist mir völlig, das ist völlig egal, wo du es machst. Es gibt so viele Firmen, das ist ganz egal. Geh zärtlich an. Vielleicht höre ich ja von den Zuhörern noch. Vielleicht gibt es ja, vielleicht gibt's noch einen Tipp, ja, der nicht so schön, pornografisch als wenn ist. Wenn sich jemand da. Du bleibst am Radio oder am Fernsehen? Ja. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, okay. Also wenn da jetzt jemand noch einen pfiffigen Tipp hat, den man auch im Radio und Fernsehen erzählen kann, dann meldet euch mal ganz schnell bei mir. Wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit. 0180-5678-111. Nicht pusten und nicht saugen. Vielleicht ein bisschen saugen, aber nicht pusten. Evita 21. Ja, hallo. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja, super. Um was geht's? Also mein Thema ist Sterbebegleitung. Ein ganz anderes Thema und auch ein ganz ernstes Thema. Ja, ein ziemlich ernstes. Also es geht eigentlich darum, dass, wie soll ich das jetzt erklären? Also das ist so, ich habe vor 6 Jahren einen Hausmeister kennengelernt. Einen Hausmeister? Genau, der bei mir im Haus wohnt. Ja. Und habe dann halt irgendwann im Herbst, als die Blätter so vom runterfielen und lagen, mehr gesagt, hat er draußen irgendwie rumgearbeitet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, der ist so alt, der sieht krank aus, so, weil er einen Buckel hat irgendwie und hat viel gehustet. Und da wusste ich erstmal gar nicht, wie es so um ihn steht und so. Und dann haben wir uns jedenfalls zusammengetan und haben das mit dem Laub zusammen gemacht. Dann haben wir das ganze Laub in den Wald gefahren. Also es war eine nette Situation und haben uns dann dadurch angefreundet. Mhm. Und dann aus diesen Gesprächen, die wir hin und wieder hatten, also am Anfang nicht so viel, ist dann halt eine richtige Freundschaft geworden zwischen uns. Also jetzt nicht eine Beziehungsfreundschaft, sondern so eine Freundschaft Opa und Enkel, Enkelin. Und mein Thema ist also jetzt mit der Sterbebegleitung, dass es halt so ist, dass der jetzt den 6. Schlaganfall hatte vor kurzem. Also wie alt ist der Mann? Eigentlich nicht sehr alt, 68. Ja, ja. Und das war jetzt halt der 5., habe ich jetzt 5., ja 5., und das war halt ein ziemlich großer. Und also das so, dass er halt geistig noch einigermaßen fit ist, wobei ich schon merke, dass er da auch ein bisschen abbaut und dass er jetzt im Rollstuhl ist. Er ist im Moment auch noch in der Reha-Klinik, wird immer weiter verlängert irgendwie. Und dass wir halt beide uns damit auseinandergesetzt haben, was ist, wenn er mal nicht ist. Hat er Familie auch noch? Nein, er hat überhaupt keine Angehörigen. Er hat keine Angehörigen. Das ist die einzige in dem Sinne. Ach, das ist aber auch dann eine ungewöhnliche Beziehung zwischen euch beiden, ne? Du mit 22 Jahren. Ja, ich meine, wenn ihr jetzt dann, ja okay, schon ein bisschen. Aber ich meine, wir haben uns das halt so aufgebaut. Und ihr redet viel über den Tod. Ja, also da haben wir eigentlich beim letzten Schlaganfall, das war so ein leichter, wo es dann auch anfing, dass seine rechte Seite, Körperseite, so Bein und Arm so gelähmt waren, und aber so, dass er immer noch laufen konnte. Also er ist sehr ehrgeizig. Und er hat immer gesagt, ich werde niemals zum Pflegefall, er bringt mich um und so. Und na jedenfalls, also ich meine, jetzt mittlerweile ist er ein Pflegefall in dem Sinne, weil er halt im Rollstuhl sitzt und künstlich ernährt werden muss, weil durch den letzten Schlaganfall halt auch die Stimme und diese ganzen Sachen im Mund und um den Mund herum gelähmt sind. Wer betreut ihn? Also jetzt im Moment ist er in der Reha-Klinik und wenn er wiederkommt, wird er Pflegestufe 2 bekommen. Also das ist jetzt alles abgeklärt, er wird ein Krankenbett bekommen, seine Wohnung muss behindertengerecht eingeräumt werden. Nun ist ja da in all den Jahren schon eine enge Beziehung gewachsen zwischen euch beiden. Was ist denn das für dich für ein Gefühl, die Vorstellung, dass er vielleicht, wenn er kein Glück hat, nicht mehr sehr lange leben wird? Also ich denke mir, wenn er in einem Moment stirbt, in dem er glücklich ist und also nicht leiden muss, dann denke ich mir, dass es gut ist für ihn. Andererseits denke ich mir, also dass ich es schon schwer finde persönlich, weil er halt mein bester Freund ist. Also ich sage, er ist mein bester Freund. Und also ich habe schon Angst davor, ihn zu verlieren. Also es ist ein generelles Thema bei mir. Also, aber wie äußert er sich denn über den Tod generell und über vielleicht seinen bevorstehenden Tod? Also erst habe ich mal irgendwann so gefragt, ja, hast du nicht mal Angst zu sterben oder dass du erstickst, weil es halt auch immer eine Gefahr ist bei seinem Husten, er kann den Schleim nicht abhusten. Und da hat er gesagt, hör, ist egal so. Also so durch Handbewegung, und da konnte er auch noch teilweise reden. Und so mittlerweile habe ich gesagt, ja, mir ist das aber nicht egal, weil er mir was bedeutet, und er ist eigentlich eher so, dass er dann das gar nicht so zeigt. Aber ich habe dann durch das Gespräch gemerkt und ich habe ihm gesagt, dass er nicht alleine sein muss, dass er keine Angst haben muss, also wenn ich da bin, und dass er, ja, dass ich ihm gerne die Hand halten möchte. Das war so vor ungefähr 2 Jahren, also bei dem letzten, oder einem Jahr bei dem letzten Schlaganfall, so eigentlich unser Thema. Und jetzt, wo es ihm halt schlechter ging, habe ich halt im Gedicht geschrieben, dass es mir halt wichtig ist, also dadurch, dass die Freundschaft noch viel enger geworden ist und sehr nah ist, dass
ja, ich habe ihn halt ziemlich gerne, dass ich, dass eine Hand gar nicht ausreichen würde zwischen uns beiden, sondern dass ich mich, also wenn ich mir die Situation vorstelle, er liegt irgendwie meinetwegen auf Intensivstation, wenn es halt nicht anders geht, oder in seiner Wohnung, dass ich dann halt zu ihm, also mich hinter ihn setzen würde oder so und ihn einfach in den Arm nehmen möchte. Und dass ich ihm auch ganz klar gesagt habe, er muss sich vor mir nicht rechtfertigen, also jetzt verweis, wie sich anstrengend zu atmen, sondern dass ich einfach da bleiben möchte und ihn begleiten möchte und dass er auch sterben kann. Also Evita, das ist eine sehr rührende Beziehung, finde ich, die ihr beide da habt. Und ich finde es ungewöhnlich, aber toll. Und ich finde es auch wunderbar, dass du dich um diesen Mann so kümmerst. Ja. Ganz toll. Das Schwierige ist nur halt jetzt dadurch, dass er in der Kur ist und dass ich mitten in der Ausbildung stecke, dass ich ihn halt nicht jeden Tag besuchen kann. Die haben halt die Telefonnummer von mir, wenn was im Notfall ist, dass sie mich schnell anrufen können. Das kann halt sehr spontan sein. Hast du einen Freund? Im Moment nicht, nein. Ich frage mich nur gerade, was ein junger Mann vielleicht in deinem Alter, wie der damit umgeht, dass du mit so einem sehr viel älteren Mann in dieser Art und Weise so eng befreundet bist. Das ist ja keine sexuelle Beziehung. Nein, natürlich nicht. Das ist, eigentlich ist das so, das habe ich auch dem Vorsprecher vorhin gesagt, so wie Opa und Enkel halt. Und so, also sehen wir das auch. Ich kann diesem Mann nur gratulieren zu so einer tollen Freundin, die er hat. Und hoffen wir gemeinsam, dass er doch noch lange leben bleiben wird. Und stehe ihm bei. Das ist wirklich sehr, sehr schön, was du da machst. Alles Gute. Ja, okay, tschüss, danke. Evita. Ja, tschüss. Tschüss. So, Freunde, jetzt haben wir jemanden per Bildtelefon. Oh, ich höre schon was. Ein verzerrtes Gesicht. Und das ist, soweit ich informiert bin, ist das... Ich kann ganz schlecht was verstehen. Regina, stimmt das? 24 Jahre alt? Ja. Mein Gott, ist das laut bei dir. Du bist im Tor 3 in Düsseldorf, ne? Genau. Da steht heute Nacht nämlich ein Bildtelefon von uns. Das ist ja die Hölle da. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, dass ich am Anfang des Jahres nach Nepal gereist bin. Etwa 5,5 Wochen. Und da ganz wilde Sachen erlebt habe. Wilde Sachen? Erzähl uns die wildeste Angelegenheit. Ja, also es ging erstmal los, dass ich mit einem Mann halt losgefahren bin von hier, den ich kaum kannte. Ja. Und der mich halt ansprach, ob ich mitfahren wollen würde, ungefähr 2 Monate vorher. Also in Deutschland noch. Und Entschuldigung, ich kann kaum was verstehen. In Deutschland hat der dich noch angesprochen. Ja, ja, genau. Wir kannten uns von der Uni, so hatten mal ein bisschen miteinander geredet und so, aber kannten uns eigentlich nicht so gut. Und ich habe das dann so für einen Fingerzeig des Schicksals gehalten und bin dann einfach mal mitgefahren. Und ja, das Problem war, dass er eigentlich was von mir wollte, also so irgendwie interessiert war. Und ich fand ihn am Anfang auch ganz gut. Aber das legte sich dann so am zweiten Tag eigentlich schon. Hast du gerade gesagt, es ist, sind wilde Sachen passiert. Erzähl uns doch mal so eine wilde Sache. Ja, wir lernten dann also ein australisches Pärchen kennen und einen Holländer. Und wir sind dann die ersten 10 Tage zusammengetrackt, also alle 5. Ja. Und haben uns dann irgendwann getrennt. Ja, erstmal bin ich ja mit den Australiern weitergezogen und ja, das war halt schon super beeindruckend, erstmal durch die verschneiten Berge zu wandern und halt völlig allein zu sein, total auf sich alleine gestellt zu sein und halt so damit klarzukommen, plötzlich in Nepal zu sitzen, ohne das geplant zu haben und damit klarzukommen erstmal. Ja, ja. Was hast du denn so für dich aus dieser ganzen Reise mitgenommen, nach Hause genommen? Was war für dich so die wichtigste Erfahrung? Also ich habe unheimlich Selbstbewusstsein gewonnen. Vor allen Dingen halt so, weil das am Anfang eben mit ihm, mit dem Mann, den ich hier kennengelernt hatte, eben, also er hat sehr viel Verantwortung übernommen. Und am Ende habe ich die halt völlig selber für mich übernehmen können. Ich hatte keine Angst mehr vor dritter Welt, vor Großstadt und vor alleine sein. Also es ist eine ganz selbstbewusste Regina dann nach Deutschland gekommen. Ja, also in dem Sinne vielleicht schon. Liebe Regina, ich glaube, ich erlöse dich mal aus dem Lärm doch. Das ist sehr beschwerlich für dich zu telefonieren. Und leider etwas schlecht. Und für uns ist es natürlich auch ein bisschen nervig, die laute Musik im Hintergrund zu hören. Schön, dass wir dich aber gesehen haben und dass ich kurz mit dir sprechen konnte. Und viel Spaß noch im Tor 3.
danke. Tschüss. Ciao. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir, hey, was haben wir denn hier? Maxine und Pauline? Ja. 15 und 16 Jahre alt. Ja, so ist Maxine und Paulina. Paulina. Ja, natürlich. Maxine, das sind aber komische Namen. Ja. Mit wem rede ich denn gerade im Moment? Mit Maxine. Mit Maxine. Du bist ja 15, ne? Ja, bin ich. Und die Freundin ist 16. Ja. Weswegen habt ihr angerufen? Ja, also ich bin in der 9. Klasse und am Anfang des Jahres ist Paulina zur 10. Klasse gekommen und die ist ein Jahr älter. Und ich war dann ziemlich gut mit meiner besten Freundin Amelie befreundet und Amelie wollte sich unbedingt mit der Paulina anfreunden. Mhm. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich hatte dann keine Lust so. Ich weiß nicht, ob ich dann eifersüchtig war oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie sich halt angefreundet und es hat sich dann so ergeben, dass ich halt mit Paulina besser klarkam als Amelie und Paulina. Mhm. Und dann waren wir halt ziemlich gut befreundet, Paulina und ich, und Amelie halt, naja, war ziemlich beleidigt und hat sich dann doch irgendwie mit anderen angefreundet, denke ich mal. Mhm. Und dann haben wir, Paulina und ich, haben dann festgestellt, dass wir doch mehr füreinander empfinden als nur diese Freundschaft. Und sie hatte einen Freund und ich hatte noch zu der Zeit einen Freund, wo das halt alles anfing. Und eigentlich konnten wir das so eigentlich nicht so glauben, dass es so ist. Das heißt, wir wollen das mal klar aussprechen. Du hast das die Empfindung gehabt, dass du dich in deine Freundin Paulina verliebt hast. Ja. Mhm. Und das war auch sehr unangenehm, dass ich unbedingt mit der darüber reden wollte. Mhm. Und das kam halt heraus, weil das war halt so eine komische Beziehung zwischen uns. Mhm. Und die anderen haben nun gedacht, wir wären jetzt plötzlich die besten Freundinnen. Mhm. Und für uns war das was ganz anderes. Und als wir halt miteinander geredet haben, mal ganz ernst zusammen, dann hat sich halt herausgestellt, dass sie auch das Gleiche für mich empfindet. Mhm. Und das ist jetzt eine sehr komische Beziehung. Wie lange währt denn diese Beziehung jetzt schon? Ja, also seit Hallo? Pauline? Maxine? Hallo? Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir kurz vor Ende. Die beiden kriegen wir jetzt nicht wieder, vermute ich mal. Frage in die Regie, das schaffen wir nicht mehr. Dann nehmen wir eben noch Tanja. Tanja ist 24. Ganz kurz, ganz schnell. Hallo Tanja. Ja, hallo. Hi. Und zwar habe ich zu der einen Anruferin noch was zu sagen, die ein Problem mit den Blasen hatte. Ja. Und zwar würde ich ihr gerne den Tipp geben, also sie sollte zu Hause mal ihre Zunge trainieren mit einer Cocktailkirsche oder halt etwas Rundem. Einfach mal den Kopf zurücklegen und mit der Kirsche auf den Lippen spielen. Mit der Zunge. Ja. Das trainiert die Bewegung, also es hilft auf jeden Fall. Ja. Und dann sollte sie sich auch nicht nur um die Eichel kümmern, sondern unten an der Wurzel anfangen. Um alles. Und sich dann, und sich dann über die Hoden nach oben vorarbeiten. Ja. Und sich eigentlich nur vorstellen, sie hätten Eis in der Hand. Ja, das ist eine gute Sache, ne? Guter Tipp mit dem Eis, ne? Genau, und wenn sie dann halt oben angelangt ist und dann sollte sie die Lippen halt drüber stülpen und dann leicht saugen, also nicht so wie an einem Strohhalm, sondern richtig schön sanft. Ich sag mal, einatmen beim Runtergehen und ausatmen beim Hochgehen. Du bist ja die perfekte Fachfrau, Tanja. Das ist danke. Ja, das hört sich ja ganz doll an. Also du hast heftig trainiert und ich hoffe oder gehe davon aus, dass die Männer sehr zufrieden sind mit dir. Kann sein, weiß ich nicht. Machst du das denn auch gerne? Es gibt ja viele Frauen, die das gar nicht so gerne machen. Aber ich mach das gerne. Du machst es gerne. Aber es kommt halt auf den Mann drauf an. Das ist natürlich klar. Man muss dann schon jemanden sehr gerne haben, ne? Wenn das... Genau. Also das war ein sehr schöner Ratschlag, vor allen Dingen mit der Cocktailkirsche. Und ich hoffe, dass die Gitte war das, ja, die Gitte jetzt noch zugeschaut und zugehört hat. Ja, und dann kann auch. Sie heute Abend noch ein bisschen mit der Cocktailkirsche üben. Danke für deinen Anruf. Gut, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche und von uns für diesen Tag, für diese Nacht. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Peter Dunajski, Luigi Rensinghoff, Markus Liebetanz, Tom Bildhauer, Henning Kaiser, Jan Hölz, Anja Schönhardt, Peter Ofsjanowski. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Ich hatte eine unheilbare Krankheit. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Arm und Reich. Ich wünsche euch ein super schönes Herbstwochenende. Es ist draußen beschissen, also macht's euch drinnen schön oder geht richtig gut und geil und cool aus.
Ein schönes Wochenende bis zur Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.